Ich begrüße die anwesenden Experten, zwei Experten von der STIKO und einen unabhängigen Experten. Und genau, die STIKO hat eine neue Covid-19-Impfempfehlung erstellt und diese soll morgen ins Stellungnahmeverfahren gehen. Und wenn sie dann etwa 2 Wochen von Fachgesellschaften und anderen geprüft wurde, dann wird in etwa 2 Wochen die neue Impfempfehlung dann auch final veröffentlicht. Genau, bei dieser Empfehlung handelt es sich nicht einfach um eine Aktualisierung, sondern diesmal soll die Empfehlung etwas genereller und längerfristig gültig sein und in den Impfkalender 2023 implementiert werden. Der Vorschlag, den die STIKO jetzt hier gleich vorstellen wird, steht, beziehungsweise das ganze Pressbriefing und alles, was hier heute gesagt wird, steht bis morgen 12 Uhr unter Embargo. Morgen um 12 Uhr erscheint dann auch vom Robert-Koch-Institut die Pressemitteilung zu dem Start des Stellungnahmeverfahrens. Damit ist also die Empfehlung noch nicht abgeschlossen und fertig und veröffentlicht, sondern das kommt dann erst in etwa 2 Wochen. Genau. Während des Pressbriefing können Sie wie gewohnt Ihre Fragen in unserem Frage- und Antwort-Tool stellen. Mein Kollege reicht mir die dann weiter. Und wir haben eine neue Funktion. Und zwar können Sie, wenn Sie eine Frage oder eines Kollegen oder einer Kollegin besonders interessant finden, können Sie die Wichtigkeit verstärken, indem Sie auf den Daumen drücken. Und wenn wir sehen, dass da mehrere eine Frage besonders relevant finden, dann versuchen wir, die auch hochzuziehen und früher zu stellen. Genau. Also, dann stelle ich mal die Experten vor. Wir haben anwesend Dr. Martin Terhardt. Er ist Kinder- und Jugendarzt in Berlin und ist STIKO-Mitglied. Und das zweite STIKO-Mitglied, das heute hier anwesend ist, ist Professor Dr. Christian Bogdan. Und Herr Professor Dr. Carsten Watzel, führt das Panel auf als unabhängiger Immunologe und kennt die Empfehlungen der STIKO bereits und wird uns dazu eine Einschätzung geben. Herr Terhardt, können Sie uns denn bitte jetzt hier zu Beginn des Pressbriefings einmal die zentralen Punkte der Empfehlung einmal vorstellen, bitte? Ja, das kann ich gerne tun. Guten Tag zusammen. Wir haben also diesen Beschluss gefällt, der morgen ins Stellungnahmeverfahren geht und dann das Stellungnahmeverfahren von uns dann noch bewertet wird. Dann können vielleicht noch kleinere Änderungen stattfinden. Aber das, was wir heute besprechen, ist das, was unser Beschluss ist, und der hat das Ziel, dass alle bisherigen Aktualisierungen abgelöst werden durch eine Standard-Impfempfehlung, die dann in die allgemeinen STIKO-Empfehlungen, die jedes Jahr regelmäßig ja veröffentlicht werden, übernommen werden. Und das, was wir jetzt entschieden haben, unterteilt sich im Prinzip in 3 verschiedene Personengruppen. Gesunde Menschen ab 18 Jahren sollen eine Grundimmunisierung bekommen, die zu einer Basisimmunität führt, wenn auch noch eine Auffrischimpfung dazugekommen ist oder wenn insgesamt 3 sogenannte immunologische Antigenkontakte stattgefunden haben. Das heißt, eine Mischung aus Infektion und Impfung. Und nach Ansicht der STIKO ist es sinnvoll, dass dabei mindestens 2 Impfungen dazugehören. Das heißt, ein Mensch, der 2-mal geimpft und eine Infektion hatte, in den Abständen, wie wir das für richtig halten, gilt als basisimmun. Das gilt für die gesunde Bevölkerung ab 18 Jahren bis 59 Jahren. Die Altersgruppe ab 60 Jahren und die nicht gesunden Menschen jeder Altersklasse ab 6 Monaten, die also ein zusätzliches Risiko haben, einen schwereren Verlauf haben, sollen zusätzlich zu dieser Basisimmunität jetzt eine regelmäßige, vielleicht jährliche, das wissen wir noch nicht genau, zunächst jetzt einmal einmalige Auffrischimpfung erhalten mit den zur Auffrischimpfung zugelassenen bivalenten Impfstoffen. Und diese Gruppe der gefährdeten Menschen für einen schwereren Verlauf, die sind ja bekannt, da hat sich jetzt nicht viel dran geändert. Das sind alle Menschen ab 60, das sind alle Menschen ab 6 Monaten mit chronischen Erkrankungen, die zu einem schweren Verlauf führen können. Die Liste dazu ist auch bekannt. Und das sind Menschen, die in Heimen oder in Pflegeheimen oder in Altenheimen wohnen. Und das sind Menschen, die im Gesundheitssystem und im Pflegesystem arbeiten. Und die dritte Gruppe sind die Kinder, die bis 18 Jahren keine Impfempfehlung mehr haben, ausgenommen, sie hätten ein Risiko, wie ich eben schon genannt habe. Dort besteht jetzt keine Impfempfehlung. Das ist kurz zusammengefasst das, was wir jetzt entschieden haben und das, was jetzt morgen ins Stellungnahmeverfahren geht. Danke, Herr Terhardt.
Nochmal zum Hintergrund, Herr Bogdan, wie kam es denn dazu, dass entschieden wurde, dass jetzt doch eine längerfristige Empfehlung erschaffen werden sollte und nicht weiter regelmäßige Aktualisierung stattfinden? Ja, grüß Gott in die Runde erstmal. Also man muss ja mehrere Dinge bedenken, wenn es um eine Impfempfehlung geht. Das eine ist immer die aktuelle epidemische oder pandemische Lage und das zweite ist natürlich dann auch die Umsetzung im Sinne nicht nur Administration, sondern natürlich auch Organisation. Und wir hatten ja in der Vergangenheit die Situation, dass mit großer Regelmäßigkeit neue wissenschaftliche Erkenntnisse reinkamen, dass wir immer wieder auch neue Impfstoffe zugelassen bekommen hatten, dass wir auch Änderungen hatten, was die Sicherheit und Nebenwirkung anbetraf. Das hat dazu geführt, dass die STIKO seit Beginn im Prinzip der Verfügbarkeit von Impfstoffen insgesamt 25 Aktualisierungen hat durchführen müssen. Mittlerweile ist eine Situation eingetreten, wo wir sicherlich eine gewisse Menge an Wissen haben, was uns natürlich auch erlaubt, die Dinge jetzt konkreter und auch mittel- und längerfristiger einzuschätzen. Und zum anderen muss man natürlich auch bedenken, dass der Verlauf einer Infektionskrankheit im Wesentlichen ja von zwei wichtigen Faktoren abhängt. Das eine ist der Erreger und seine krankmachende Wirkung und das andere ist die Immunitätslage oder Disposition, wie wir das auch nennen, auf Seiten des betreffenden Wirtsorganismus, also des Menschen. Und da hat sich natürlich jetzt in zweierlei Hinsicht die Situation etwas gewandelt. Zum einen hat sich SARS-CoV-2 nicht in der Form entwickelt, dass immer krankmachendere, will heißen also virulentere Varianten aufgetreten sind, sondern ganz im Gegenteil, wir haben jetzt Varianten, die zwar hochinfektiös sind, aber jetzt nicht zu einem sehr schweren Krankheitsverlauf, auch bei vorhandener Immunkompetenz führen. Und die zweite Veränderung ist einfach die Immunitätslage in der Bevölkerung. Und dieser Faktor wurde natürlich zum einen verändert durch die Impfung und die Impfkampagne. Wir haben ja in Deutschland jetzt knapp 200 Millionen Impfdosen verimpft. Das heißt, die Menschen sind schon in einem großen Prozentsatz geimpft worden und zum anderen natürlich auch durchgemachte Infektionen. Das heißt also, durch die Veränderung der Immunitätslage und durch die Entwicklung des Virus eher hin zu einem zwar sehr infektiösen Variante, aber nicht unbedingt krankmachenderen Variante, hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir können jetzt die Situation neu bewerten und entsprechend eben auch eine Impfempfehlung herausgeben, die jetzt vielleicht nicht nur für die nächsten 2, 3 Wochen oder Monate gültig ist. Was wir natürlich auch im Hinterkopf hatten jetzt bei der Situation dieser Impfempfehlung, wir sind in der Situation jetzt angelangt, wo wir im Endeffekt nicht mehr fürchterlich separate Empfehlungen permanent herausgeben wollen. Wir haben ja, wie alle wissen, eine jährliche STIKO-Impfempfehlung, wo alle wichtigen Infektionskrankheiten, die impfpräventabel sind, abgebildet sind. Und entsprechend lag es natürlich jetzt nahe, dass wir von diesen separaten Empfehlungen weggehen und die Covid-19-Impfung eben auch in den normalen Impfkanon implementieren. Das vielleicht jetzt mal so als Eingangsstatement zu dem Hintergrund. Aber der entscheidende Punkt ist eben die Veränderung der Immunitätslage und die wirkliche Beobachtung des Verhaltens des Erregers. Beides hat sich im Prinzip so entwickelt, dass es eher also es positiv zu beurteilen ist. Ja, vielen Dank für die Erläuterung. Herr Watzel, jetzt möchte ich noch zu Ihnen kommen. Sie hatten ja bereits Gelegenheit, sich die Empfehlung oder diesen Vorschlag einmal anzusehen. Wie schätzen Sie den ein? Ist Ihnen da was Besonderes aufgefallen? Also zum einen ist es natürlich gut, wie Herr Bogdan auch gerade gesagt hat, dass zum jetzigen Zeitpunkt so eine generelle Impfempfehlung kommt, die relativ einfach oder auch sehr, sehr oder sehr übersichtlich ist. Und ich glaube, das hilft auch den Ärzten sicherlich. Zwei Sachen, die ich kurz erwähnen wollte. Zum einen, wo es jetzt keine Impfempfehlung mehr für die unter 18-Jährigen gibt, finde ich den Zusatz, der da noch dabei steht, dass die STIKO kein erhöhtes Risiko in der Impfung sieht, sehr wichtig, weil einige Ärzte leiten aus einer fehlenden STIKO-Empfehlung manchmal auch ab, dass man dann auch gar nicht impfen darf, weil es vielleicht zu gefährlich sei. Und das
Das ist hier nochmal ganz klargestellt. Das Risiko der Impfung ist auch bei den unter 18-Jährigen extrem gering, aber halt auch das Risiko der Infektion. Und deshalb ist die Kosten-Nutzen-Rechnung bei der Impfung insofern nicht gegeben. Deshalb gibt es keine STIKO-Empfehlung, aber auch keine klare Aussage, dass man die Kinder nicht impfen soll. Das ist der eine Punkt. Das andere ist, wie ich gerade gesagt habe, der jetzige Zeitpunkt ist gut, weil man dann jetzt für den Herbst planen kann, weil es dann in eine regelmäßige Auffrischungsimpfung, zumindest was jetzt abzusehen ist, übergeht. Und das ist alles natürlich unter der Prämisse, dass auch im Herbst das SARS-CoV-2-Virus noch eine Omikron-Variante ist oder eine ähnlich harmlose Variante, wie wir im Moment haben. Ich glaube, das muss man noch ein bisschen einschränkend sagen. Wir hoffen natürlich alle, dass das so bleibt. Und dann wäre das auch sicherlich für die Zukunft die richtige Empfehlung. Und wie Herr Terhardt gerade auch schon gesagt hat, ob das dann wirklich jährlich immer so bleibt, ähnlich wie bei der Grippeschutzimpfung, muss man, glaube ich, noch sehen. Aber das ist zumindest erstmal ein guter Anfang und ist auch einfach den Leuten zu vermitteln. Wir sind jetzt bei Empfehlungen, die ganz ähnlich sind wie die der Grippeschutzimpfung. Genau, bei gesunden Erwachsenen wird jetzt ja auch für den Herbst nicht unbedingt noch wieder eine neue Auffrischungsimpfung empfohlen. Wenn man sich so umguckt im Umkreis, viele erkranken ja doch so, dass sie mehrere Tage ausfallen und dass auch, wenn es offiziell milde Verläufe sind, den Personen ja häufig doch nochmal Fieber haben, es ihnen nicht gut geht. Wie war denn da die Abwägung? Also jetzt einen Booster zu nehmen im Herbst, um sich vielleicht diesen Woche Krankheitsausfall zu ersparen im Verhältnis zur Impfung. Wie sind Sie zu der Abwägung gekommen, dass gesunden Erwachsenen kein Booster empfohlen wird? Vielleicht Herr Bogdan, Sie nicken schon. Also im Endeffekt, ich habe es vorhin ja schon mal angedeutet, der Verlauf der Infektionskrankheit wird determiniert durch die Immunitätslage und durch den Erreger. Wir müssen auch nochmal in Erinnerung rufen, dass die Covid-19-Impfung primär dazu dient, und das war von Anfang an immer unser Impfziel, schwere Infektionsverläufe, will heißen, solche, die eben wirklich mit schwerer pulmonaler oder systemischer Erkrankung einhergehen, die zu einer stationären Aufnahme ins Krankenhaus führen, die gegebenenfalls sogar zu einer intensivstationspflichtigen Behandlung führen, die galt es und gilt es zu verhindern. Und wir müssen uns ein bisschen lösen von der Idee, dass wir durch eine Covid-19-Impfung quasi harmlose Atemwegsinfektionen verhindern können. Das erfüllen diese Impfstoffe bisher nicht. Ja. Also alle zugelassenen Impfstoffe sind jetzt nicht dadurch charakterisiert, dass sie eine sehr starke mukosale Immunität auslösen würden, die dann geeignet wäre, quasi harmlose Infektionen im Nasenrachenraum zu verhindern. Und wenn man das mal jetzt akzeptiert als Prämisse für den Sinn und Zweck der Impfung, dann ist man natürlich sehr schnell auch bei der Situation, dass eben Menschen, die ein sehr, sehr geringes Risiko haben, schwer zu erkranken, nicht automatisch in die Kategorie derer hineinfallen, die eben pflichtmäßig zu impfen sind. Und das war natürlich ein führender Gedanke. Ich meine, wir haben es ja jetzt auch im Frühjahr an allen Standorten in Deutschland erlebt, dass SARS-CoV-2-Infektionen nur noch ungefähr vielleicht 10% der Atemwegsinfektionen ausmachen, die eben gegebenenfalls sogar hospitalpflichtig geworden sind. Und wir müssen uns natürlich auch anfreunden mit dem Gedanken, dass es weiterhin ganz viele andere Atemwegserreger gibt, an denen wir erkranken. Und den Umstand, dass es im Moment auch Menschen gibt, die eine Woche ausfallen, ist ja jetzt nicht selektiv SARS-CoV-2 geschuldet. Auch der Gedanke ist natürlich nochmal wichtig. Also wir reden ja nicht von der selektiven SARS-CoV-2 vermittelten Ausfall von Mitarbeitern. Wenn man das alles zusammennimmt, also Immunitätslage, krankmachende Wirkung des Erregers, Gefährdung oder Risiko, schwer zu erkranken, dann kommt man eigentlich auch unter Berücksichtigung der immunologischen Daten nahezu automatisch zu der Empfehlung, die wir jetzt ausgesprochen haben. Gut, danke. Herr Terhardt, hier kam noch eine Nachfrage, weil Sie vorhin von empfohlenen Abständen gesprochen haben. Und hier wird gefragt, ob Sie etwas zu den Abständen zwischen den Impfungen und Immunkontakten nochmal sagen können, beziehungsweise nochmal erklären können, wie die laut STIKO sein sollten. Ja, das ist ja was in den verschiedenen Aktualisierungen in den letzten Monaten oder mittlerweile 2,5 Jahren ja auch mehrfach kommuniziert haben, dass es sinnvoll ist, dass Infektionen und Impfungen einen bestimmten Zeitabstand haben oder auch zwei Infektionen einen bestimmten Zeitabstand haben, damit man sie überhaupt als getrennte Ereignisse werten kann. Und da haben wir mal festgelegt, dass 3 Monate dieser Zeitraum sein soll.
Wenn es jetzt um den Booster-Effekt der dritten Impfung geht, haben wir ja eine Zeit lang auch von 3 Monaten gesprochen, haben dann diesen Zeitpunkt aber auch aus immunologischen Gesichtspunkten auf 6 Monate erweitert. Das heißt, zwischen dem zweiten und dritten Ereignis liegen optimalerweise 6 Monate. Aber wir reden ja jetzt über einen Zustand zu einem Zeitpunkt, wo viele Menschen schon mehrfach Kontakt mit dem Erreger gehabt haben, ohne das gemerkt zu haben und ohne zu wissen, ob ihr Immunsystem nochmal damit gearbeitet hat. Und wir sind alle sicherlich auch mehrfach schon natürlich geboostert worden. Insofern ist diese Diskussion, dass diese Abstände wirklich dann unbedingt ganz korrekt nachgerechnet werden müssen, sehr viel schwieriger zu führen, als es noch vor 1,5 Jahren oder vor 1 Jahr war, wo jeder sehr genau wusste, wann er infiziert war, weil viel, viel mehr getestet worden ist und die Infektionen auch oft viel symptomatischer verlaufen sind, als sie jetzt verlaufen. Insofern, das ist was, was wir mal so veröffentlicht haben, darauf legen wir jetzt nicht mehr so viel Wert, aber vor allen Dingen der Booster-Effekt, der ist ja wichtig, um die gute Basisimmunität zu haben. Der ist besonders dann gut, wenn der Abstand zwischen dem zweiten und dritten Ereignis möglichst lang war. Und möglichst lang heißt heutzutage mindestens 3, besser mindestens 6 Monate. Herr Watze, Sie nicken, wollen noch was hinzufügen oder ist... Ja, ich meine, da kommen wir wieder in die Grundlagenimmunologie rein, weil man einfach, es gibt sowas wie eine Affinitätsreifung, wo sich Immunantworten auch mal verbessern. Und das ist halt ein Prozess, der dauert mehrere Wochen bis wenige Monate. Und deshalb ist es auch gut, dass man dann Auffrischungsimpfungen, wie zum Beispiel die dritte oder wenn wir jetzt auch über wiederholte Auffrischungsimpfungen reden, dass sie nicht im Abstand von wenigen Wochen gegeben werden, sondern Minimum, dass man da halt idealerweise 3 bis 6 Monate warten soll. Und für so eine jährliche Auffrischung, wenn man das dann einmal im Jahr macht, ist es auch wunderbar, weil man hat letztendlich dann langlebige Gedächtniszellen, die es dann nochmal gilt aufzufrischen. Und es wäre dann eher kontraproduktiv, wenn man dann im Wochenmaßstab nachimpfen würde. Eine Frage, die hier auch gepusht wird, ist die Frage, ob die Debatte, die jetzt in den letzten Wochen auch lief, um das Post-Vax-Syndrom Ihre Entscheidung mit beeinflusst hat. Herr Bogdan? Also das vielleicht erstmal zu dem Post-Vax-Syndrom an sich. Es ist völlig klar und unbestritten, dass es bei Menschen nach einer Impfung zu einer Impfreaktion kommen kann, die wir nicht mehr als normal einschätzen. Das heißt also entweder zu einer Impfkomplikation oder vielleicht sogar im Extremfall auch zu einer schädigenden Wirkung, die dauerhaft anhält. Das sind Ereignisse, die im Endeffekt gar nicht so sehr von dem jeweiligen Impfstoff abhängen, sondern einfach auch von der Funktionsweise unseres Immunsystems. Denn wir haben natürlich auch bei Infektionen die Situation, dass eine Infektion im Einzelfall dazu führen kann, dass eben über vielleicht die eigentliche klassische Symptomatik, in dem Fall eben Atemwegssymptomatik hinaus, immunologische Phänomene auftreten, die wir insgesamt als ungewöhnlich erachten, aber die eben bekannt sind. Also zum Beispiel das Auftreten auch von Antikörpern, die dann gegen eigene Körperstrukturen gerichtet sind. Das ist bei einer Impfung ungleich seltener als bei einer Infektion, um das auch hier gleich nochmal loszuwerten. Das liegt einfach daran, dass bei einer Infektion die Menge an Antigen, in dem Fall eben an Erregern, vielfach höher ist als die Menge an Antigen, mit der ich während einer Immunisierung konfrontiert werde. Nicht ganz zu schweigen davon, dass bei der Immunisierung in den allermeisten Fällen ja gar kein lebendes Virus benutzt wird, sondern das sind ja zum größten Teil alles sogenannte Totimpfstoffe. Jetzt zu dem Post-Vax-Syndrom. Das Post-Vax-Syndrom hat jetzt nicht unsere Impfentscheidung beeinflusst, in dem Sinne, dass wir jetzt irgendwie uns danach orientiert hätten, dass sowas auftreten kann. Denn das, was Herr Theert ja vorhin bereits erzählt hat, das ist ja, sind ja Gedanken gewesen und auch was ich vorhin berichtet hatte, die sind ja unabhängig jetzt erstmal von dem Post-Vax-Syndrom. Ja. Das Post-Vax-Syndrom ist, wie gesagt, eine Impfkomplikation, die wir absolut ernst nehmen. Ist eine der Möglichkeiten, die auftritt, dass Menschen eben Symptome, klinische Zeichen entwickeln, die wirklich ungewöhnlich sind und wo es natürlich auch darum geht, herauszufinden, was ist eigentlich die Ursache. Man darf nicht vergessen, dass wir in Deutschland innerhalb kürzester Zeit, also will heißen seit Januar 2021 bis jetzt Frühjahr 2023, 200 Millionen Dosen verimpft haben. Das heißt, es ist automatisch unvermeidbar gewesen, dass eine Impfung zeitlich zusammenfällt mit dem Auftreten eines klinischen Beschwerdebildes.
Und wenn Sie das statistisch durchrechnen und sich einfach mal überlegen, wie viele Impfungen da pro Zeiteinheit appliziert worden sind, dann ist es unvermeidbar, dass Dinge zusammengefallen sind, die aber nicht kausal, nicht ursächlich verknüpft sind. Und das gilt es jetzt herauszufinden. Es wird Menschen geben, wo die Impfung tatsächlich kausal zu einem Problem geführt hat. Ja? Und es wird umgekehrt aber auch Menschen geben, wo das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Das wird jetzt an verschiedenen Standorten auch nochmal separat beforscht, soweit man das auch wirklich beforschen kann. Das ist nicht ganz einfach. Aber entscheidend für unsere Impfempfehlung waren die anderen Gedanken. Ja? Wir sind ja jetzt nicht quasi gesteuert rangegangen, sondern wir sind natürlich rangegangen am Aspekt, was ist notwendig epidemiologisch, was ist notwendig immunologisch und wie sieht es aus mit der Wirksamkeit und Sicherheit der Impfstoffe. Und insgesamt sind diese Impfstoffe wirklich als sehr sicher zu bezeichnen, aber es ist bei einer großen Anzahl von Impfungen unvermeidbar, aus immunologischen Gründen unvermeidbar, dass es Menschen gibt, die auch eine fehlgeleitete oder eben nicht erwünschte Immunreaktion gezeigt haben oder zeigen. Aber das ist die große Minorität. Ja? Also das darf man jetzt wirklich nicht vergessen. Und man muss es in Relation setzen zu der Zahl der Menschen, die durch die Impfung auch profitieren. Und zu dem Thema Sicherheit, ganz klar ist, dass auch extrem seltene Nebenwirkungen immer dazu führen, dass wir uns dann überlegen, in welcher Relation steht das Auftreten einer sehr seltenen, unerwünschten Arzneimittelwirkung oder Impfwirkung zum Nutzen, welcher durch die Impfung erzielt wird. Und es hat ja vorhin Herr Theat gerade gesagt, dass natürlich der Nutzen der Impfung ist massiv altersabhängig. Das ist völlig unstrittig und es liegt einfach daran, dass mit zunehmendem Lebensalter und die Kurve geht dann steil nach oben ab dem 60. Lebensjahr, steigt natürlich das individuelle Risiko auch schwerer zu erkranken, selbst bei sogenannter Immunkompetenz, also ohne dass ich jetzt eine immunologische Grunderkrankung habe oder immunsupprimiert bin. Und das muss man einfach natürlich auch anerkennen und in eine Relation setzen dann zur Frage von Nutzen und Nebenwirkungen. Aber führend war dieser Gedanke jetzt mit Sicherheit nicht, sondern wir haben natürlich in erster Linie auch einfach den Umständen Rechnung tragen wollen und müssen, wie sich die Immunitätslage der Bevölkerung entwickelt hat. Ja, das Alter ist auch eine schöne Überleitung zur nächsten Frage. Wie oft können sich Menschen älter als 60 Jahre impfen lassen oder boostern lassen und gibt es da eigentlich ein Ende, wann man nicht mehr drauf boostern sollte? Herr Watze, vielleicht können Sie dazu auch was sagen. Also ich glaube, wenn wir die Abstände, und die hatten wir ja gerade diskutiert, und wir sind da bei der jährlichen Auffrischungsimpfung beim Abstand von 12 Monaten, wenn man sowas einhält, dann gibt es diesen Effekt von Überimpfen nicht, weil ich glaube, die Frage zielt ja darauf ab, ist es irgendwann gegeben, dass ich nach der 30. Impfung schlechter geschützt bin als noch vor der 30. Impfung. Und diesen Effekt, der tritt einfach so nicht ein, wenn ich die Abstände einhalte. Und das heißt, auch immunologisch ist es gezeigt worden, dass wenn ich Minimum 3 bis 6 Monate oder jetzt sind wir halt bei 12 Monaten warte, bis ich eine weitere Boosterimpfung gebe, dann kann ich immunologisch auch zeigen, dass die Immunreaktion dazu führt, dass ich nach der Impfung besser geschützt bin als vor der Impfung. Und das heißt, da gibt es keine Erschöpfung und auch keinen Effekt, wo das Immunsystem nachher sogar negativ reagieren würde. Das kann man vergleichen mit einigen Infektionserkrankungen, die ich mir auch fast im jährlichen Abstand hole. Also das Immunsystem ist schon in der Lage, regelmäßig auf den gleichen Erreger zu reagieren, gerade bei diesen langen Abständen. Darf ich da noch was zu sagen, kurz? Klar. Was auch wirklich wichtig ist, also wir haben in der STIKO-Empfehlung bewusst drinstehen, größer gleich 12 Monate, ja. Der Hintergrund ist, dass wir beim SARS-CoV-2-Virus jetzt nicht ein neues Influenza-Virus vor uns haben. Also das ist auch etwas, was vielleicht nochmal wichtig ist, auch für die Zuhörer. Das Influenza-Virus ist wesentlich variabler als SARS-CoV-2. Also wir reden zwar die ganze Zeit irgendwie von neuen Varianten, auch jetzt Subtypen von Omikron, und da wird so in der Öffentlichkeit gerne der Eindruck erweckt, als ob da jetzt wieder quasi ein neues Virus da ist, was dann Immunfluchteigenschaften vielleicht zeigen würde. De facto reden wir um Varianten, die sich quasi primär im sogenannten Stachel- oder Spike-Protein des Virus abspielen, ja, was ja nur eine Komponente des gesamten Virus ist. Und wir haben jetzt sicherlich bei SARS-CoV-2 nicht die Situation, dass wir quasi aufgrund von Erregervariabilität jedes Jahr neu impfen müssten.
Und insofern resultiert eigentlich diese Grenze von größer gleich 12 Monaten primär aus dem Umstand, dass wir im Moment zur effektiven Schutzdauer verlässlich nur über 12 Monate reden können. Es kann aber durchaus sein, dass wir in Zukunft vielleicht von 24 oder 36 Monaten reden. Und es wird sicherlich davon abhängen, wie sich dann einerseits das Virus entwickelt und andererseits eben auch die Krankheitsepidemiologie. Also das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass wir quasi eine Situation haben, dass schicksalshaft jeder über 60-Jährige einmal im Jahr gegen SARS-CoV-2 geimpft werden muss. Sondern es hängt auch, wie eingangs von mir gesagt, wiederum davon ab, wen habe ich da vor mir. Das Alter ist ein Kriterium, aber natürlich auch die Frage, kommen da noch weitere Umstände dazu, die zum Beispiel das Risiko kumulativ erhöhen. Gut, danke. Eine ganz praktische Frage, Herr Terhardt, an Sie vielleicht. Wenn die Impfung nicht empfohlen wird, muss man sie dann in Zukunft selber bezahlen? Wissen Sie das? Das wird der GBA entscheiden. Üblicherweise ist das so, dass halt die Impfungen, die in der STIKO-Empfehlung stehen, von dem gemeinsamen Bundesausschuss Ärzte, Krankenkassen dann in die Schutzimpfungsrichtlinie übernommen werden und dann automatisch Kassenleistungen sind. Wie das in diesem Fall ist, wo der Bund ja immer noch dafür da ist, den Impfstoff zu besorgen und dafür nicht die Krankenkassen zurzeit zuständig sind, zumindest in diesem Jahr ist das noch so, das mag ich nicht sagen, aber theoretisch könnte dieser Fall so sein, wenn jemand in eine Gruppe gehört, wo diese Impfempfehlung der STIKO nicht zutrifft, dass das dann eine Selbstzahlerleistung sein könnte. Allerdings sind die Impfstoffe ja zugelassen für alle diese Altersgruppen. Insofern, wir haben das ja auch schon eben schon besprochen, dass die STIKO da nicht unbedingt davon abrät, gerade bei den Kindern und Jugendlichen, dass wir auch die Sicherheit ja beurteilt haben. Aber es kann sein, wie bei anderen Impfungen auch, dass das dann kostenpflichtig wird. Das wird aber der GBA zu entscheiden haben. Dann vielleicht bleibe ich direkt mal bei Ihnen. Kommt noch eine Frage. Ich zitiere, können die monovalenten Impfstoffe weiterhin verwendet werden oder haben sie nun ausgedient? Und eine weitere Frage bezieht sich auch, weil die USA ja kürzlich entschieden haben, dass sie nur noch bivalente Impfstoffe verwenden will, wie das hier ist. Also wir haben in Europa eine etwas andere Zulassungssituation als oder auch Empfehlungssituation als in den USA. In den USA ist halt vergangene Woche entschieden worden, dass sie die monovalenten Impfstoffe im Prinzip komplett vom Markt wegnehmen und nur noch bivalente Impfstoffe empfehlen für Grundimmunisierung, wenn noch diese aussteht oder für Auffrischimpfungen. In Europa ist diese Situation anders. Dort sind bisher nur die bivalenten Impfstoffe nur zur Auffrischimpfung zugelassen. Und die monovalenten Ursprungsimpfstoffe sind zur Grundimmunisierung zugelassen. Wir gehen davon aus, dass auch das sich demnächst in Europa ändern kann, dass halt da auch in der EMA, also in der zuständigen Behörde, sicherlich Diskussionen stattfinden werden, wie man da in Zukunft mit vorgeht. Weil die Amerikaner haben das ja zum Beispiel entschieden, um das ganze Impfschema noch weiter zu vereinfachen, dass nicht so viele verschiedene Impfstoffe vorgehalten werden müssen. Und auch aus medizinischen Gründen, dass die bivalenten Impfstoffe jetzt, wie sich gezeigt hat, auch zur Grundimmunisierung wirksam sind und geeignet sind. Aber halt, soweit sind wir in Europa nicht, das wäre jetzt zu früh, das jetzt schon zu empfehlen, weil es diese Zulassung noch nicht gibt. Und weil Sie das eben auch schon mal gesagt hatten, dass, also Herr Bogdan hatte das gesagt, dass die, dass das Coronavirus jetzt nicht so variabel ist wie das Grippevirus. Trotzdem wird gefragt, ob nach dem Vorbild des Grippevirus regelmäßige Modifikationen des Impfstoffes vorgesehen sind, wie da der internationale Stand ist. Herr Watze, Sie nicken, schütteln den Kopf schon. Vielleicht mögen Sie dazu was sagen. Ich glaube, das ist natürlich sehr schwer vorherzusehen, weil wir hatten die Situation, dass von den früheren Varianten der Sprung dann zu Omikron so groß war, dass man dann gesagt hat, dann muss man die Impfstoffe anpassen. Und deshalb gibt es ja jetzt aktuell diese bivalenten Impfstoffe, die jetzt für diese Auffrischungsimpfung dann auch empfohlen sind. Ob sich in Zukunft nochmal ein ähnlicher großer Schritt zeigen wird beim Virus, das ist wirklich, da kann man nur spekulieren. Und letztendlich heißt es nur, man muss abwarten, ob sowas passiert, wenn so ein großer Schritt nochmal passieren würde und man sehen würde, dass die Grundimmunität doch so eingeschränkt ist, dass man die Impfstoffe besser nochmal anpasst, dann könnte es sein. Das ist aber im Moment reine Spekulation. Also es gibt, auch wie Herr Bogdan schon gesagt hat, es gibt jetzt keinen jährlichen Mechanismus, dass man ähnlich wie bei der Grippe auf die aktuellen Varianten einfach guckt und einfach ganz normal diesen Impfstoff wieder anpasst. Ich glaube, das ist dadurch gesteuert, wie das Virus sich auch in Zukunft verändern wird und ob es nochmal neue Varianten gibt, die
die der Grundimmunität wieder so weit entgehen, dass man da etwas nachbessern muss. Und ich glaube, den großen Unterschied muss man nochmal machen. Wir reden meistens ja über die Antikörper, das heißt der Schutz vor der reinen Infektion. Der kann dann bei Omikron zum Beispiel etwas geringer sein, wenn man mit den Ursprungsimpfstoffen geimpft worden ist. Aber der zweite Teil des Immunsystems, die zelluläre Antwort, die T-Zellen, für die sieht auch Omikron noch zu 80-90% genauso aus wie das Ursprungsvirus. Das heißt, hier ist auch noch eine gute Abdeckung gegeben. Und ich glaube, darauf beruht ja auch im großen Teil der Schutz vor der schweren Erkrankung. Und wenn man vor dem Hintergrund dann beurteilt, die Impfungen sollen halt gerade vor der schweren Erkrankung schützen, dann muss sich das Virus nochmal einen großen Schritt verändern, bis man wieder die Impfstoffe anpassen muss. Kommt da nochmal die Nachfrage direkt. Inzwischen zirkulieren ja nur noch Omikron-Varianten. Warum setzt man überhaupt noch auf eine Impfstoffkomponente, die sich gegen den Wildtyp richtet? Herr Bocker? Naja, also da muss man auch nochmal ein bisschen die Immunologie betrachten und natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass diejenigen, die jetzt gegen Wildtyp immunisiert wurden, haben gerade auf der Ebene der T-Lymphozyten einen auch hervorragenden Schutz, was Omikron anbelangt. Und warum soll man jetzt quasi ein Virus, welches, ich sage mal, ein geeignetes Gerüst für einen Impfstoff jetzt darstellt, warum soll man das jetzt ohne Not, beziehungsweise das Spike-Protein komplett austauschen gegen eine spezifische Variante, wenn man die Möglichkeit hat, durch das Wildvirus im Endeffekt doch eine breitere Abdeckung noch herzubekommen. Man darf sich ja jetzt nicht allein leiten lassen von dem Gedanken, was im Moment aktuell zirkuliert, sondern man muss sich eher auch leiten lassen von dem Gedanken, welcher Impfstoff ist zum Beispiel auch hervorragend wirksam retrospektiv betrachtet gegenüber den anderen Varianten, die in der Vergangenheit existiert haben. Und insofern ist das jetzt eigentlich gar keine schlechte Idee, diese Kombination eines bivalenten Impfstoffes zu wählen. Und es wäre ja im Endeffekt auch relativ nahe an dem, was man zum Beispiel bei Influenza ja auch macht. Also da ist es ja auch jetzt nicht so, dass man quasi jedes Jahr irgendwie komplett neuen Influenza-Impfstoff anbietet, sondern da werden immer einzelne Komponenten angepasst im Hinblick auf die Epidemiologie, aber man will natürlich auch immer möglichst eine gewisse breitere Immunität, sofern der Impfstoff das überhaupt hergibt, denn er ist ja beschränkt, zum großen Teil jedenfalls, was die Impfstoffe anbelangt, auch das Stachelprotein. Man möchte in jedem Fall eine breitere Immunität aufrechterhalten. Ja. Auch eine Frage zur Saisonalität, weil Sie ja sagen, Sie empfehlen den Booster am besten im Herbst. Geht die STIKO davon aus, dass es dann in Zukunft vor allem Winterwellen gibt oder besteht das Risiko für Wellen außerhalb der Saison weiterhin? Wie schätzen Sie das ein? Naja, also die Winterwelle oder die Winterwellen bei Atemwegserregern sind ja zum großen Teil einfach durch unser Verhalten bedingt und durch den Umstand, dass bei kalten Temperaturen die Menschen natürlich sich mehr in geschlossenen Räumen aufhalten. Und eine Übertragung von einem respiratorischen Erreger, also Atemwegserreger, ist halt in einem geschlossenen Raum grundsätzlich immer leichter möglich als an der frischen Luft. So. Und umgekehrt haben wir ja auch schon unter SARS-CoV-2 gesehen, dass natürlich auch Infektionen das ganze Jahr über auftreten können. Wir haben das aus pragmatischen Gründen natürlich jetzt auch diskutiert und es war auch ein Diskussionspunkt in der STIKO. Wann kommt man an die betreffenden Patienten ran oder beziehungsweise Menschen ran, die gefährdet sind? Und wir haben ja noch andere Baustellen, um das mal so etwas salopp zu formulieren. Das ist die Influenza-Impfung, das ist die Pneumokokken-Impfung. Und insofern lag es natürlich nahe, die Sachen jetzt nicht zu separieren, weil das würde ja sonst auch erfordern, dass jemand dann nochmal separate Termine braucht. Das war sicherlich einer der Gedanken dabei. Und an der Häufung in den Wintermonaten, da würde ich jetzt mal wirklich meine Hand fast dafür ins Feuer legen. Also da wird sich wahrscheinlich jetzt nichts ändern. Das ist einfach dem von mir eben geschilderten Umstand unseres Lebens und Verhaltens geschuldet. Ja. Herr Terth, Sie als Pädiater, ich möchte nochmal zu den Kindern kommen. Hier gibt es nämlich eine Frage. Wie sieht die PIMS-Lage aktuell bei den Kindern aus? Hat sich das Risiko seit Omikron dafür erledigt? Das sieht sehr erfreulich aus. Der Service der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, der das ja schon seit 2,5 Jahren monitorisiert in Deutschland, hat diese Monitorisierung eingestellt, weil halt PIMS bei den Kindern seit den letzten Omikron-Varianten wirklich keine gravierende Rolle mehr spielt. Und insofern auch die Indikation, die wir ja auch PIMS geleitet gestellt hatten für die kleineren Kinder,
jetzt wirklich weggefallen ist. Und das wird weiter aufmerksam beobachtet. Aber da wir auch bei den Kindern davon ausgehen, dass ja eine sehr große Basisimmunität besteht durch durchgemachte Infektionen, ist dieses Risiko wirklich jetzt sehr, 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 sehr gering. Und das braucht uns nicht mehr so sehr leiten in unseren Entscheidungen. Jetzt werden ja weiterhin Kinder geboren. Kinder, die erst vielleicht einen Nestschutz durch die Mutter haben, sind dann aber irgendwann naiv und ungeschützt. Sie empfehlen für diese Kinder keine Grundimmunisierung. Wie begründen Sie das? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Da müsste man vielleicht noch mal ganz kurz auch auf die Schwangeren noch mal eingehen, die wir in unserer Empfehlung ja auch eingeschlossen haben in die gesunden Menschen ab 18. Die sollten halt auch diese Basisimmunität haben. Und wenn die noch nicht vorliegt, sollte die auch eventuell sogar in der Schwangerschaft, was wir ja schon immer empfohlen haben, aufgefrischt werden, damit dem Neugeborenen für die ersten 3 bis 6 Monate, das wissen wir inzwischen, auch ein Nestschutz gegen Corona gegeben wird. Wenn die Kinder dann in dieses Alter von 6 Monaten kommen, dann ist es so, wie das vorher ja auch war mit den Varianten, die noch eine höhere Gefährdung von schwereren Verläufen hatten, dass das die Kinder in dem Alter mit ihrem unspezifischen Immunsystem gut bearbeiten können und dass wir da weiterhin davon ausgehen, dass das Risiko, schwer zu erkranken, sehr, sehr gering ist. Insofern haben wir da bisher keinen Grund gesehen, eine Impfempfehlung nochmal neu auszusprechen für diese Kinder, die neu in dieses Leben kommen und mit Corona vorher noch nichts zu tun gehabt haben. Was aber wichtig ist, ist, dass ja auch in allen Gruppen, die wir jetzt als Risikogruppen definiert haben, immer wieder neue Menschen hinzukommen. Genauso auch in die Gruppe ab 6 Monate, wenn halt Kinder chronische Erkrankungen haben, die für einen schweren Verlauf prädestinieren. Also Herzfehler, Kinder mit angeborenen Lungenerkrankungen, Stoffwechselerkrankungen. Das sind alles Risiken, die dann halt auch dazu führen sollen, dass diese Kinder geimpft werden. Und das dürfen wir jetzt auch in den nächsten Jahren nicht vergessen, dass wir ständig als Ärzte und Ärztinnen die Verantwortung haben, die Menschen zu erkennen, die eine andere Indikation haben, als der Rest der Bevölkerung haben und eventuell noch nicht geimpft worden sind oder noch nicht ausreichend geimpft worden sind. Da zählen halt vor allen Dingen die Kinder, die neu dazukommen, auch dazu. Ja, aber auch Kinder können ja an Long-Covid erkranken. Hier kommt auch die Frage, ob das Long-Covid-Risiko generell eine Entscheidung gespielt hat bei der Entscheidung. Wie begründen Sie das? Also es gibt ja schon auch ein Restrisiko, auch für Kinder eventuell an Long-Covid zu erkranken. Warum empfiehlt man die Impfung dann nicht? Ja, auch da ist ja so, dass die Basisimmunität dazu führt, dass Covid-Erkrankungen jetzt nicht mehr so häufig vorkommen. Und auch Long-Covid, das Risiko ist insgesamt jetzt zahlenmäßig gesunken. Und es war vorher schon so, dass das Risiko vor allen Dingen bei Erwachsenen höher war als bei Kindern und Jugendlichen. Und wir haben auch erste Daten, die zeigen können, dass Impfungen das Risiko von Long-Covid oder Post-Covid in einem geringen Maße verringern können. Aber generell ist da die Situation jetzt nicht mehr so, dass das ein Grund wäre, die Impfung in dieser Altersgruppe deswegen empfehlen zu müssen. Hier muss man auch nochmal beachten, dass, wie Herr Terhardt gerade gesagt hat, die Impfung das Risiko von Long-Covid reduziert, aber es ist danach ja nicht null, es ist danach ja immer noch gegeben. Und da wir wissen, dass die Impfung nicht dauerhaft vor der reinen Infektion schützen kann und auch eine asymptomatische oder leichte Infektion zum Long-Covid führen könnte, ist einfach da der Schutz der Impfung vor Long-Covid einfach auch suboptimal, muss man ganz klar sagen. Also ich bräuchte einen Impfstoff, der dauerhaft vor der Infektion schützen müsste, um dann wirklich auch sehr gut vor Long-Covid geschützt zu sein. Und das schaffen die aktuellen Impfstoffe einfach nicht. Und von daher macht es auch keinen Sinn, so eine Impfempfehlung zu machen, weil letztendlich damit auch die nächsten Infektionen nicht verhindert werden. Und auch bei den Infektionen nach einer Impfung ist das Long-Covid-Risiko nicht null, sondern ist immer noch in geringem Maße da. Und ich glaube, das muss man auch nochmal in dieser Abwägung berücksichtigen. Absolut. Herr Terhardt, dann nochmal eine Nachfrage zu der Impfung der Schwangeren. Und zwar, wenn eine Frau jetzt schwanger wird, sollte sie dann nicht eventuell auch einen Booster sich holen während der Schwangerschaft, um den Nestschutz nochmal aufzubessern? Das haben wir sehr wohl abgewogen, auch schon in den letzten Monaten, ob Schwangere vielleicht noch eine zweite Auffrischimpfung brauchen. Wir haben uns dagegen entschieden, das allgemein zu empfehlen, sondern nur bei Schwangeren, die zusätzliche gesundheitliche Risiken haben. Das heißt, auch da gehen wir davon aus, dass die Basisimmunität, die durch vorhergehende 3 Impfungen oder 3 immunologische Kontakte entstanden ist, ausreichend ist, um in dieser Schwangerschaft dann Antikörper auf das Kind zu übertragen.
Hier gibt es noch eine Nachfrage an Sie. Ich stelle die direkt mal an. Eltern, die ihre kleinen Kinder impfen wollen, würden Sie diesen zur Impfung raten oder eher abraten? Also wenn die Eltern ein Kind haben, das nicht in diese Risikogruppen gehört, würde ich im Moment nicht mehr zur Impfung raten. Alles klar. Dann noch eine weitere Frage, ob es mittlerweile einen empfohlenen Kombi-Impfstoff für Grippe und Covid zusammen gibt. Die sind in der Entwicklung, aber die sind noch nicht so weit, dass sie zugelassen werden können. Gut, dann auch noch eine Nachfrage zur Empfehlung, ob es Erwägungen für schwer immunsupprimierte PatientInnen gibt. Ja, wer möchte starten? Herr Bogdan vielleicht? Ja, ich kann da was dazu sagen. Die gibt es natürlich und wir haben ja, wie denke ich, alle, die Impfempfehlungen der STIKO zu Covid-19 aufmerksam verfolgt haben, genau dieses Thema der Impfung von immunsupprimierten Patienten sehr intensiv auch behandelt, die ganze Pandemie über. Und das hat natürlich jetzt auch einen entsprechenden Niederschlag gefunden in der aktuellen Empfehlung. Also das Wichtige bei Patienten mit Immunsuppression ist, dass das keine einheitliche Gruppe ist. Also hier ist es mehr denn je davon abhängig, dass die betreffende Patientin in einer wirklich engmaschigen Kontrolle durch den jeweiligen Arzt, die jeweilige Ärztin ist, die Grunderkrankung behandeln und dementsprechend auch den Patienten sehr gut kennen. Denn Immunsuppression, das ist ein riesiger Überbau und darunter verbergen sich eine Vielzahl unterschiedlicher Erkrankungen, die unterschiedliche Komponenten des Immunsystems betreffen können, zum Beispiel nur die Antikörperproduktion oder eben nur die T-Zell-Seite und vieles, vieles mehr. Und dementsprechend haben wir da auch ganz klar die Empfehlung gegeben, dass man da jeden Einzelfall wirklich individuell betrachten muss im Hinblick auf das Ansprechen der Standard-Impfempfehlung. Das heißt also, jeder natürlich auch immunsupprimierte Patient soll erstmal diese Basisimmunität erlangen. Und dann muss eben in Abhängigkeit von der Erkrankung geschaut werden, ob die denn durch zum Beispiel jetzt 3 Impfungen überhaupt sich aufgebaut hat. Und wenn das nicht der Fall ist, was man zum Teil natürlich schon a priori vorhersehen kann in Abhängigkeit von dem zugrunde liegenden Defekt oder der zugrunde liegenden medikamentösen Maßnahme, dann sind weitere Impfungen indiziert. Und das kann dann auch so sein, dass wir die Impfabstände da reduzieren müssen und auch dürfen. Und es kann auch so sein, dass man zum Beispiel einen Wechsel durchführt von einem Impfstoff zum anderen, um zum Beispiel eine zusätzliche Adjuvanzwirkung sich nutzbar zu machen. Einige der zugelassenen Impfstoffe beinhalten ja sehr, sehr starke Adjuvantien oder dass man auch mal die Dosis verdoppelt. Aber hier ist es absolut unmöglich, um das klipp und klar zu formulieren, eine Standardempfehlung so nach dem Motto One Size Fits All für alle herauszugeben. Und das haben wir auch sehr klar formuliert. Und insofern ändert sich da jetzt auch nichts zu dem, was wir vorher gesagt haben, sondern da ist es einfach notwendig, dass man sich in Hände begibt, die sich mit der Funktionsweise des Immunsystems und der Wirkung der entsprechenden Medikamente oder der Beeinträchtigungen durch die Grunderkrankungen gut auskennen. Auch hier haben Sie wieder ein Stichwort gegeben, was überleitet zur nächsten Frage, das Immunsystem. Herr Watzel, wird es in absehbarer Zeit einen Nasenspray-Impfstoff geben? Der soll ja so die Hoffnung eine Schleimhautimmunität schaffen und so möglicherweise auch besser vor einer Ansteckung schützen. Wissen Sie da schon, ist da was schon in der Es gibt verschiedene Entwicklungen, die darauf abzielen, dass man einen Impfstoff entwickelt, der dann nasal appliziert wird. Das heißt, dann habe ich die Immunreaktion dort, wo auch nachher die Infektion stattfinden würde. Und der Vorteil wäre, dass ich eine gute lokale Immunantwort hätte und auch ein lokales Immungedächtnis und auch Antikörper, die dann auf den Schleimhäuten, also diese mukosale Immunität dann hätte. Das, was da aktuell entwickelt wird, bei den allermeisten Fällen sind es Auffrischungsimpfungen. Das heißt, man würde weiterhin in den Oberarm grundimmunisieren und dann vielleicht mit so einer mukosalen Applikation dann auffrischen. Die Frage ist dann, wie lange hält sowas und kann ich damit einen länger anhaltenden Schutz vor der Infektion gewährleisten? Das ist in der Entwicklung, vielleicht kommt sowas, man muss wirklich abwarten, wie gut dann der Schutz ist, bevor man sowas dann beurteilen kann. Aber das sind neue Entwicklungen. Ich glaube, bei den Impfungen tut sich doch sehr viel. Bis vor einigen Jahren waren Impfungen bei vielen Leuten, glaube ich, eher langweilig. Und ich glaube, die Pandemie hat jetzt zu einem geführt, dass Impfungen jetzt nicht mehr ganz so langweilig sind. Und da kann man einfach sagen, da passiert auch in der Zukunft noch ein bisschen was. Gut, ich habe kurz vorm Ende jetzt noch eine Nachfrage nochmal zu dem Thema Long-Covid.
Die Frage, haben Sie Zahlen, wie hoch das Risiko von Long-Covid ist, wenn man sich erneut infiziert? Gibt es da eine Größenordnung? Also es ist extrem schwer, da wirklich eine valide Zahl zu nennen. Und das hat einfach drei wichtige Ursachen. Das eine ist schon mal die Frage der Definition von Long-Covid. Ja. Ich meine, da gibt es jetzt zwar eine WHO-Definition, oder wer sollte es eigentlich besser Post-Covid dann auch nennen, die einfach sagt, jawohl, alle Symptome, alle Beschwerden, die länger als 3 Monate anhalten nach Beginn der Infektion, fallen erstmal unter diese Kategorie. Aber jetzt wissen wir alle zum Beispiel, dass jeder, der schon mal eine Virusbronchitis durchgemacht hat, dass sie auch noch 4 Monate lang Reizhusten haben können. Ja? Und das heißt, man muss sehr klar differenzieren, was ist das für ein Symptomenkomplex, sind da mehrere Organe betroffen, was sind die exakten Beschwerden. Das Zweite bei der ganzen Situation post-Covid ist natürlich die Frage, was ist eigentlich der Pathomechanismus, was ist eigentlich der Mechanismus, der diesen Beschwerden zugrunde liegt. Und der ist alles andere, soweit wir das bisher überhaupt sagen können, als homogen. Da gibt es Menschen, die entwickeln zum Beispiel einfach eine überschießende Immunantwort gegen das Virus, was ja erstmal gut ist. Die eliminieren dieses Virus wunderbar, aber diese überschießende Immunantwort führt quasi halt zu einer Entzündungssituation. Ja. Dann gibt es Menschen, die bedauerlicherweise im Zuge der Infektion Antikörper gegen körpereigene Strukturen entwickeln. Dann gibt es Menschen, bei denen dummerweise die an sich richtige Immunantwort irgendwo interferiert mit der normalen Herz-Kreislauf-Blutdruckregulation. Ja. Das heißt, da haben wir unterschiedlichste quasi Pathomechanismen. Ja. Und der dritte Punkt, warum es so schwierig ist, da Prozentsatzaussagen zu machen, ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, was haben denn die Menschen, die unter Post-Covid leiden, vorher vielleicht schon an Problemen gehabt? Und wir haben jetzt hier in Erlangen, läuft da jetzt gerade eine Studie an, wo es um die Frage geht, kann es zum Beispiel sein, dass bestimmte Krankheits- und Beschwerdebilder durch die Infektion quasi verstärkt wurden, aber de facto eigentlich vorher schon existiert haben, nur nicht entweder in der Form wahrgenommen worden sind oder zumindest nicht zu einer ärztlichen Konsultation und Behandlung geführt haben. Also das alles macht es extrem schwer zu sagen, was ist der Prozentsatz. Ja? Jeder möchte jetzt gern wissen, mein Risiko post-Covid bei Infektion ist 1 in 5.000 oder irgendwas. Ja? Und ich muss ganz ehrlich sagen, unter Berücksichtigung der Umstände, die ich gerade genannt habe, halte ich das für absolut nicht valide und möglich, im Moment eine verlässliche Aussage diesbezüglich zu treffen. Das sind einfach zu viele Faktoren, die so eine Zahl massiv nach meiner Meinung beeinflussen. Ja, unsere Zeit nähert sich auch dem Ende. Möchte ich noch mal einmal in die Abschlussrunde geben. Herr Terth, weil die Teilnehmer und Teilnehmerinnen jetzt nicht schwarz auf weiß haben, könnten Sie bitte noch einmal ganz kurz noch mal die Hauptpunkte noch mal darlegen, damit das richtig aufgeschrieben werden kann. Genau, das als Erstes. Ja, alle Menschen in der deutschen Bevölkerung, die halt zwischen 18 und 59 Jahre alt sind, sollen eine gute Basisimmunität schon haben oder noch erhalten durch ergänzende Impfungen. Und Basisimmunität heißt 3 immunologische Ereignisse, davon mindestens 2 Impfungen. Das dritte immunologische Ereignis kann also eine Infektion sein. Das heißt, im Idealfall 2 Impfungen und eine Auffrischimpfung und in anderen Fällen halt auch könnte eine dieser Sachen durch eine Infektion ersetzt sein. Das waren die Gruppe der 18- bis 59-jährigen gesunden Menschen. Alle Menschen mit chronischen Erkrankungen, die das Risiko beinhalten, einen schweren Verlauf an Covid-19 zu bekommen, diese Gruppe ist definiert. Diesen Menschen empfehlen wir zusätzlich zu dieser Basisimmunität auch jetzt eine regelmäßige, zunächst jährliche in der jetzigen Empfehlung, wir wissen aber noch nicht genau, ob das so bleibt, Auffrischungsimpfung mit bivalenten Impfstoffen. Und diese Gruppe geht ab 6 Monaten bis ins hohe Alter und betrifft halt dann die chronisch Erkrankten und alle 60-Jährigen auch ohne chronische Erkrankungen und alle Bewohner von Alten- oder Pflegeheimen und alle Menschen, die im Gesundheits- oder Pflegesystem arbeiten. Und die dritte Gruppe wären die gesunden Kinder unter 18 Jahren, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Dort gibt es jetzt außer im Risikofall keine Impfempfehlung mehr.
Und der Spezialfall der immungeschädigten Menschen, den hatten wir ja gerade besprochen, da gelten Sonderregelungen, die man nicht so gut in eine allgemeine Impfempfehlung fassen kann. Dann noch eine Abschlussfrage. Vielen Dank an die beiden anderen. Was ist Ihnen denn besonders wichtig jetzt auch für die Berichterstattung, die dann ab morgen stattfinden wird? Vielleicht, ich fange mal mit Herrn Bogdan an. Naja, also das Wichtigste ist vielleicht wirklich darauf hinzuweisen, dass SARS-CoV-2 trotz der positiven Entwicklungen, die wir jetzt auch in der Diskussion, denke ich, herausgestellt haben, also Stichwort Basisimmunität, Stichwort Entwicklung des Virus, nicht vom Erdboden verschwunden ist und dass wir natürlich nach wie vor auch Menschen haben, die an dieser Infektion wirklich schwer erkranken und auch versterben. Also auch aktuell. Also es gibt immer noch Menschen, man mag es kaum zu glauben, aber es ist so, die weder geimpft sind, noch eine Infektion durchgemacht haben, die sich also quasi mit allen Maßnahmen der Krankheitsprävention bisher um dieses Virus herumgedrückt hatten, ohne Impfung und dann trotzdem ist er jetzt erwischen. Und diese Menschen können wirklich sehr, sehr schwer erkranken, auch durch Omikron. Ja. Und insofern ist unser Appell schon ganz der, dass jeder, der in der Hinsicht noch immunologisch naiv ist, sich dringend impfen lassen sollte und nicht meinen sollte, naja, es ist doch schon immer so, wie ich gemeint habe, jedes Virus kommt und geht und das Ding ist vorbei. Nein, also das Virus wird uns begleiten und entsprechend sollte sich jeder, der in die Gruppe fällt, die Herr Terhardt gerade skizziert hat, entsprechend unbedingt impfen lassen. Danke, Herr Watzel. Was wären Ihre abschließenden Worte? Was ist besonders wichtig, auch noch meiner Berichterstattung zu erwähnen? Ich glaube, wichtig ist, dass die Impfung dazu da ist, schwere Erkrankungen zu verhindern. Das schafft im Moment die Basisimmunität, die wir in der Bevölkerung haben, sehr gut. Die haben wir in den letzten 3 Jahren durch Impfung, aber auch durch Infektion aufgebaut. Und jetzt gilt es einfach, diesen Schutz vor der schweren Erkrankung bei einigen Menschen nochmal aufzufrischen, weil wir nicht genau wissen, wie lange er wirklich anhält. Und gerade bei den Leuten, die ein höheres Risiko haben, empfiehlt sich da halt nochmal, diesen Schutz durch eine weitere Impfung aufzufrischen, halt vor der nächsten Infektionswelle, also sprich im Herbst. Dann muss man wirklich gucken, das Virus wird nicht weggehen, aber wir müssen einfach gucken, wie sich das Virus weiterentwickelt und wie lange dann dieser Schutz vor der schweren Erkrankung auch anhält. Es kann durchaus sein, dass man dann irgendwann von so einem jährlichen Schema auch wieder weggeht, dass man sagt, wir wissen mittlerweile, dass so eine Basisimmunität auch Schutz für mehrere Jahre hat. Und wir kennen ja verschiedene Impfungen, wo solche Auffrischungsimpfungen auch durchaus variabel sind. Und deshalb muss man jetzt erstmal sehen, für die allermeisten gesunden unter 60-Jährigen, die sind erstmal durch, wenn sie diesen Dreifach-Antigen-Kontakt schon hatten. Und für bestimmte Gruppen, und dann wird es relativ einfach, weil das Alter und Vorerkrankung ist, sollte man nochmal diesen Schutz vor der schweren Erkrankung auffrischen. Und ich glaube, darum geht es ja im Moment. Ja, vielen, vielen Dank. Ich möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen, dieses Pressbriefing steht unter Embargo bis morgen 12 Uhr. Dann erscheint vom Robert-Koch-Institut die Pressemitteilung. Ich danke den Teilnehmenden, dass sie heute da waren. Ich danke Ihnen für Ihre Fragen. Sie bekommen das Transkript und auch ein Videomitschnitt, also ein maschinell erstelltes Transkript sofort und den Videomitschnitt auf Anfrage unter redaktion@sciencemediacenter.de. Das Transkript und das Video werden morgen mit der Pressemitteilung um 12 Uhr online gehen. Ja, ich danke allen Beteiligten, wünsche viel Erfolg mit der Berichterstattung und noch einen schönen Montag. Dankeschön. Danke sehr. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.